Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2 im First Person Run. Und wir sind immer noch im Tempel Adanos und kämpfen uns bis zu Ravens Gemächer vor. Zumindest ist das der Plan. Bis zu 4 Goblins können wir jetzt rufen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier alle wegschaffen. Unser Schaden ist zum Glück gut. Oh. Moin. Ah, sehr gut. Ja, aber doch gut. Haben wir doch direkt im ersten Versuch geschafft. Wunderbar. Ja, hoffentlich finden wir noch ein paar Stärkesteintafeln. Das wäre natürlich mega geil. Wenn wir da jetzt noch ein paar finden würden, könnte ich vielleicht sogar das Amulett irgendwie nochmal austauschen. Ein paar Dietricher wären hilfreich. Ein paar Dietricher wären hilfreich. Ohne Dietriche komme ich da jetzt wohl leider nicht ran. Aber gut, ist nicht so schlimm. Wir spielen einen ehrbaren Magier, der so von solchen Talenten nichts versteht. Ja. Also, ist es okay für. So. Hier müssen wir jetzt erstmal kurz unsere Energie wieder aufladen. So, sehr gut. Speichern wir nochmal. Weiter geht's. Naja, guck mal, wen wir hier haben. Ah, sehr gut. Steintafel des Einhandkampfes hatte der noch am Start. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quaodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Denk nach. Es ist so lange her. Ach, ich kann jetzt hier mich nicht drehen, okay. Oh. Hey, du. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Alles klar, Chef. Probiere ich. Ja, ich denke, das werde ich auch so machen, weil ich glaube, die Zauber, die ich aus der Klaue hole, ich finde die jetzt nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Ich finde die jetzt nicht so mega stark. Ja. Alter, seid ihr zu blöd? Ich habe meine Reihe zuerst platt gemacht. Tja. Mit so einem Streitkolben klappt das ganz gut, muss ich sagen. Mit so einem Streitkolben kommt man da echt ganz gut durch.
Hier haben wir noch ein paar Tränke. Sehr gut. Damit kann ich hier meine eben ausgeführten Angriffe was kompensieren. So. Schön erstmal die Lautränke reinziehen. Oh, da ist er schon. Der Bursche. Ja, wie macht man das jetzt? Also, ich... Meine Taktik war jetzt... Windhose. Hier. Und dann im Nahkampf einfach. Also, ich glaube, das ist... Denke ich, okay. Sollte ich eigentlich schaffen. Habe ich zumindest früher immer so gemacht. Eisblock wäre auch noch eine Option. Aber ich will die Eisblöcke ehrlich gesagt sparen. Weil Eisblöcke kann ich halt auch bei Monstern verwenden. Hey, du. Windhosen klappen nicht so gut bei Monstern. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Du bist derjenige, der sterben wird. Du bist keine Bedrohung für mich. Ich trage Belias Schwert. Ich werde die Drachen aufs Festland führen. Zusammen werden wir die Welt der Menschen in tiefste Dunkelheit tauchen. Prinzipiell eine coole Sache. Wäre ich persönlich eigentlich dabei, aber hier im Spiel geht's halt leider nicht. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Nein! Er ist meiner Windhose ausgewichen, das gibt's doch gar nicht! Scheiße! Jetzt könnte ich tot sein. Oh Gott! Da hatte ich jetzt echt Glück. Da habe ich jetzt nochmal echt Glück. Also, gut, eine Windhose habe ich jetzt verloren, aber scheiß drauf. Das war, hätte auch jetzt echt knapp ins Auge gehen können, aber hat mich jetzt nochmal kurz, war jetzt kurz nochmal Nervenkitz. Okay. Wir speichern das Ganze mal nochmal kurz hier. Ja, ich glaube, ich werde... Okay.
Okay. Ich glaube, ich werde einfach die Klaue abgeben. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Alles klar. Gut, dann holen wir jetzt noch die... Das hätte doch besser wissen müssen. Nee, warte mal. Patrick und so. Mal kurz im Sumpf abchecken. Aber könnte sein, dass der jetzt auch einfach schon durch ist, oder? Wer weiß, ich werde es sehen. Okay, dann haben wir es geschafft. Nächstes Ziel. Minental von Kurines. Und ich werde definitiv im Minental die Rüstung hier tragen. Die Rüstung von Ravens Garde, weil die Werte sind insane. Ich darf mich halt nur nicht bei irgendwelchen Leuten da blicken lassen. Also schön außerhalb der Burg das Ding tragen. Weil das halt einfach im Moment meine beste Rüstung ist. Aber prinzipiell müssen wir ja nicht viel tun. Wir müssen ja bloß... Achso, falscher Weg. Prinzipiell müssen wir ja nicht viel tun. Wir müssen ja wirklich bloß... ja, die Berichte holen. Und wir müssen ja nicht mal kämpfen. So, die Drachenkämpfe kommen ja erst später. Also... Ist ja alles ganz entspannt. So. Wird erst... Wir kommen erst in eine heiße Phase, sobald... Ja. Sobald wir gegen die Drachen kämpfen müssen. Warte mal, kann ich ihm jetzt nicht sagen, dass Esteban eigentlich tot ist? Esteban ist tot. Echt? Mann, das nenne ich Glück. Wer hat das getan? Sagen wir einfach jemand, den du kennst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Jetzt kann ich wieder ins Lager. Ich stell dir vor, es ist eine Falle und Esteban lebt noch. Hey, du. Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Ja, ja, dann wartet mal, ne? Viel Spaß. Okay. Ja, gut. Damit haben wir das hier gemacht. Ich mache jetzt hier nochmal einen auf Speedy Gonzales. Ich habe doch auch super viel Snapperkraut, ne? 28. 26, okay, komm, zieh ich mir jetzt eins rein. Wir nehmen den Teleporter im Sumpf. Weil ich denke mal, da werde ich schneller kommen mit. Tja, okay, wir werden uns jetzt halt, ja, ich denke mal, schon in der nächsten Folge schon ins Wiental begeben, ja, und die Berichte zusammen sammeln. Dann müssen wir das Auge Innos organisieren, reparieren, Drachen jagen und dann geht's eigentlich schon nach Irdorath. Also es ist eigentlich gar nicht mehr so viel, ja, wenn man sich das jetzt mal so zusammenreimt. Aber gut, ich denke mal, im Wiental werde ich schon noch ein paar Folgen verbringen. Da werden wir schon noch ein paar Folgen zubringen, bin ich mir doch eigentlich relativ sicher. Gucken wir mal. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen.
Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet, oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts, daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Adanos möge dich schützen. Okay, ja. Dann können wir noch mal kurz gucken, du. Kann ich bei dir handeln? Lass uns handeln. Ah nee, du hast jetzt nichts mehr. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Okay, du bist nicht mehr up to date. Jetzt könnte ich noch mal kurz in Erfahrung bringen, wie viele Lernpunkte brauche ich für diesen Stärke-Permatrank. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Ah, nee, ich muss erstmal das Elixier des Geistes lernen, bevor ich die Stärke kann, okay. Also ich brauche noch 3 Level-Ups für den Stärke-Trank, glaube ich, weil ich denke nach... Ich vermute jetzt mal, nach dem Mana-Trank wird der Stärke-Trank kommen. Es kann aber auch sein, dass der Stärke-Trank wirklich das allerletztes erst kommt. Und dass vorher erstmal noch Lebensenergie kommt. Also Mana, Lebensenergie und dann erst Stärke. Das war aber irgendwie ärgerlich. Logischer wäre es, wenn es irgendwie in einer richtigen Reihenfolge wäre. Also Geschick, Mana, Stärke, Lebensenergie. Das wäre irgendwie eine logischere Reihenfolge meiner Meinung nach, aber gut. Wer bin ich schon, das zu entscheiden? So, hier oben müsste es meiner Meinung nach noch ein bisschen Loot geben. Den sack ich mir jetzt noch ein, bevor ich jetzt hier das Tal verlasse. So, ich müsste ja schon eigentlich den Schlüssel zum Tor am Pass besitzen. Also eigentlich müsste ich schon bereit sein. Nach ins Minental zu gehen. Nach Minental zu gehen. Aber es gibt noch eine Sache, die ich hier noch im Tal machen würde. Und zwar beim Canyon würde ich mir noch den Stunt-Bonus holen. Indem ich quasi bei Malcolm in die Grotte reinspringe. Das machen wir noch. Genau. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Erfahrungspünktchen. So, kleiner Feuersturm noch, sehr gut. Wobei, aber ich sollte mich nicht in dieser Banditenrüstung dort blicken lassen. Da gehe ich lieber in der Piratenrüstung hin. Wer weiß, wie die reagieren würden. Das wäre unschön.
So, zum Canyon. Das können wir noch machen. Ich glaube, das gibt nochmal 500 Erfahrungspunkte, wenn ich da diese Grotte runterspringe. Das wäre gar nicht mal abzulehnen. Ah, ich genieße nochmal so richtig den Soundtrack, sauge den nochmal so richtig in mir auf. Weil ich glaube, außerhalb des Spiels werde ich den natürlich noch weiterhören, logischerweise, aber ich glaube, innerhalb des Spiels werde ich den jetzt eine ganze Weile wahrscheinlich nicht mehr hören. Ich habe ja schon mal am Anfang des Projekts so ein bisschen angeteasert, dass ich glaube, dass das jetzt hier erstmal das letzte Gothic 2 Let's Play war, was auf diesem Channel läuft. Ich will jetzt nicht sagen für immer, ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach gerade ein bisschen übersättigt, ne. Ich weiß jetzt gar nicht, dass wie vielte Gothic 2 Let's Play das jetzt hier ist, aber ich glaube, wenn ich mal wieder ein Gothic 2 Let's Play mache, dann wahrscheinlich ein Mod-Let's Play von irgendeinem krassen Mod oder so. Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Du trägst zwar unsere Kleidung, aber ich kenne dich nicht. Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist da mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Wie kommt man an die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Und sonst? Wenn ich das alles vorher Ja, okay. Tja. Toller Freund bist du ja, wenn du nicht mal reinspringst. So, für mich ist das jetzt auch nicht so einfach. Ich bin jemand, ich habe massive Höhenangst. Okay. Wenn ich da jetzt schon so runter gucke, ne? Ach komm. Oh oh. Ach, es gab plus 100 Erfahrungspunkte. Ich habe irgendwie mehr in Erinnerung gehabt. Ich dachte irgendwie an 500. Aber kann sein, dass das der Nostalgie-Bonus ist, den man im Minental bekommt, wenn man mit Diego das Tal verlässt. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird ja geil. Da sind die Lurker. Wir müssen uns anschleichen. Naja, gut, andererseits. Scheiß drauf! Oh. Treffen müsste man können. Waren hier echt nur zwei? Ich hatte irgendwie mehr in Erinnerung. Egal, aber die Tränke, die sind auf jeden Fall sehr wertvoll für mich jetzt. Steintafel des Zweierkampfs, Mensch. Brauche ich theoretisch zwar eigentlich nicht, aber nehme ich gerne mit. Jede Steintafel nehme ich gerne mit. Okay. Ich habe hier noch Geschick. Zweierkampf. Und Einhandkampf. Ausgezeichnet. Je mehr Einhandkampftafeln ich finde, desto besser. Wir haben jetzt 43% und sind bereits auch Zweihandkämpfer. Also wir könnten jetzt auch rein theoretisch auf eine Zweihandwaffe gehen. Wenn wir dann eine adäquate hätten, aber ich habe die immer wieder verkauft. Aber wäre eigentlich nicht so sinnvoll, weil ich bin ja jetzt schon prozenttechnisch höher im Einhandkampf. Also da verteile ich ein paar kritische Treffer mehr im Best Case. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt hier auch noch erledigt. Aber dass das jetzt bloß 100 Erfahrungspunkte gab, ist jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Ich hatte da jetzt schon irgendwie mit mehr gerechnet. Hatte da irgendwie 500 in Erinnerung. Egal. Wir haben das erledigt. Das ist alles, was ich wollte. Und jetzt heißt es Rückkehr. Wo kommt denn der kleine Scheiße daher? An den kann ich mich ja gar nicht so an der Stelle erinnern. Gut, das nehmen wir.
Wobei, es gibt noch eine Stelle, wo ich noch hin muss. Um noch ein Schattenläuferfell zu zocken, das ich teuer bei Bossbar verticken kann. Das werde ich auch sowieso nochmal machen. Bevor ich ins Minental gehe, werde ich nochmal bei Bossbar reinheizen und Felle verkaufen. Ich habe auch übrigens in den Kommentaren gelesen, das fand ich sehr cool. Man kann auch mit der Crew, mit dem Enter-Trupp, mit dem eigenen, kann man auch theoretisch den Strand im Norden platt machen. Das habe ich jetzt schon weitestgehend getan. Ich glaube auch sowieso, dass ich eh nicht mehr noch einen weiteren Enter-Trupp zusammenstellen kann, aber gut zu wissen. Ich hatte das, glaube ich, auch, glaube ich, schon irgendwann mal im Livestream oder so gemacht. 150 für so einen schmierigen Goblin-Krieger. Ist schon nicht zu verachten, die Erfahrungspunkte hier. Wie gesagt, ich brauche noch erstmal ein Level-Up für Perma-Mana-Tränke brauen. Das wäre ganz cool. Und dann nochmal zwei Level-Ups für die Stärke-Tränke. Respektive vielleicht nochmal zwei Level-Ups, aber da muss ich mal gucken. So. Okay. Achso, warte. Keule. Und ich beschwöre mal vier Goblins. Sicher, sicher. Ach, drei. Na gut. Drei sollten aber auch reichen. So viel Schaden macht er mir tatsächlich gar nicht. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ich habe halt keine Dietriche, aber ist nicht schlimm. Vielleicht finden wir hier noch eine Steintafel. Stärke wäre super. Stärke und Einhand. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Na ja, gut, nettes, edles Langschwert ist auch nicht schlecht. Was braucht das Ding denn? 70 Stärke. Können wir auch tragen. Geil, das macht sogar 80 Damage und bringt einen Talent plus 6%. Wie geil ist das denn? Okay, das Ding ist der Jackpot. Das Ding ist der absolute Jackpot. Super. Jetzt haben wir ein richtig gutes Schwert nochmal zum Abschluss bekommen. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, hier nochmal herzukommen. Jetzt haben wir nochmal ein richtig gutes Schwert bekommen. Sau nice. Wenn wir jetzt noch ein bisschen was in Einhand... Also wenn wir noch auf Einhand Meister kommen könnten durch Steintafeln, das wäre super nice. 11% bräuchte ich noch. Irgendwie 11%. Mal gucken. Also vielleicht kann ich das nochmal durch Steintafeln zusammenkratzen. Verlassen würde ich mich jetzt nicht darauf, aber das wäre schon super nice, wenn wir das jetzt noch irgendwie hinkriegen könnten. Ich will da jetzt ungern Lernpunkte drauf investieren. Tränke und so ein Kram gibt's ja dafür nicht. Kann das, wenn, dann wirklich nur über Steintafeln regeln. Das wäre schon cool. Ich meine, selbst jetzt ist schon jeder zweite Treffer rein rechnerisch gesehen ein Crit. Das reicht mir schon erstmal für den Anfang. Ich glaube, für meinen ersten Durchgang im Minental ist es auch enough, aber mehr wäre natürlich besser. Im Zweifel, ja, das sind zwei Level-Ups, die ich da jetzt noch bräuchte für. Eigentlich drei, respektive. Drei Level-Ups, um das jetzt noch zu erreichen. Dieser Meister-Animation, mal gucken. Ah, und ich habe jetzt natürlich Morgans Ring verkauft. Shit, den hätte ich dafür jetzt gebrauchen können. Fuck. Aber ich kaufe den jetzt nicht nochmal zurück. Ich glaube, ich habe den irgendwo im Banditenlager bei Fisk verkauft, glaube ich. Oh, na gut, okay, warum habe ich das getan? Warum habe ich diesen Ring verkauft? Ich dachte mir noch so... Nein, ich habe ihn ja noch! Ich habe den noch! Wie geil ist das denn? Okay, genial. Den nehme ich. Jetzt haben wir schon 59%. Geil! Oh, Gott sei Dank. Und ich dachte, ich hätte den verkauft. Oh, ist das geil. Okay, das Bild vibriert irgendwie so komisch. Weiß jetzt nicht, warum. Vielleicht durch den Teleport? Nee, vibriert immer noch komisch. Okay, gut, ist nicht schlimm. Ich beende hier sowieso jetzt die Folge. In der nächsten Folge machen wir in Kurines weiter. Dann gehe ich erstmal wahrscheinlich zum Bossbar, vertick die Felle, check nochmal kurz mein Inventar ab, kauf nochmal ein paar Sachen ein und dann bereiten wir uns aufs Minental vor. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt gesund. Lasst gerne ein Abo und ein Follow auf Twitch da. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten.
Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.